Das ist eine Aktenmappe und diese Aktenmappe gibt es in vielen deutschen Verwaltungen. Und der Sinn der Aktenmappe ist es, Prozessabläufe zu strukturieren. Angenommen, da kommt zum Beispiel ein Brief von der Bürgerin, druckt man den aus, dann legt man den hier rein und jetzt wird hier jeweils der nächste Bearbeiter oder die nächste Bearbeiterin vermerkt und irgendjemand trägt diese Aktenmappe dann durch die Behörde, bis alles abgearbeitet ist. Das ist natürlich ein sehr altes Verfahren. Verwaltungen sind auch sehr alt und das ist auch gut, weil viele moderne Gesellschaften würden in der Form nicht existieren, wenn wir nicht stabile und gute Verwaltungen hätten. Aber natürlich ist das kein Verfahren mehr, das man unbedingt im 20. Jahrhundert noch weiter betreiben müsste, weil sie alle logischerweise diese Geräte haben und mit denen mittlerweile sehr viele Sachen möglich sind, unter anderem zu sprechen. Und die Idee hinter diesem Studiengang ist, Menschen auszubilden, die es hinkriegen, irgendwann Prozesse so zu gestalten, dass man hier nur noch reinspricht. Zum Beispiel, Klaus, ich möchte mein Kfz ummelden. Und der Rest läuft dann nicht in Papier mit der Aktenmappe, sondern tatsächlich elektronisch durch die Verwaltung. Bürger und Bürgerinnen haben jederzeit eine Transparenz darüber, wo der Prozess gerade steht. Und möglichst schnell ist der Prozess dann noch abgeschlossen und das Kfz umgemeldet. Dazu bilden wir junge Menschen aus in dem Studiengang IT-Management, Verwaltungsinformatik. IT-Management ist klar, es geht um IT, Informationstechnik, es geht um Management, also sie lernen, Dinge zu organisieren. Der zweite Teil des Studiengangs namens Verwaltungsinformatik klingt ein bisschen sperrig, deutet aber eben darauf hin, dass in der Verwaltung eben der Einsatz von Informatik ganz besondere Rahmenbedingungen hat, so wie die Wirtschaftsinformatik einfach für Unternehmen IT-Anwendungen behandelt, so ist es bei der Verwaltungsinformatik für die Verwaltung. Das heißt, Sie lernen Verwaltungsgrundlagen im ersten, zweiten Semester. Da geht es um allgemeine Verwaltungswissenschaften. Es geht auch viel um juristische Grundlagen, aber auch um kaufmännische Grundlagen, wie Verwaltungen ihr Geld ausgeben und das kontrollieren. Dann lernen Sie IT-Grundlagen, unter anderem ein bisschen Programmieren und den Umgang mit Datenbanken, ähnliches. Und dann werden Sie sehr intensiv in ERP-Systeme eingearbeitet. ERP-Systeme, Enterprise Resource Planning, sind Systeme, IT-Systeme, die Kernprozesse von Unternehmen oder Verwaltungen abbilden und automatisieren. Und dann sind Sie eigentlich so weit ausgebildet, dass Sie in der Praxis, in der Verwaltungspraxis, solche Prozesse digitalisieren können und die Aktenmappe abschaffen können. Dieser Studiengang, den betreiben wir zusammen mit Partnern, unter anderem der Deutschen Rentenversicherung Bund und Dataport, das ist ein sehr großer IT-Dienstleister im Norden von Deutschland, dem Informationstechnikzentrum des Bundes und dem IT-Systemhaus der Bundesagentur für Arbeit. Sie sind dort auch Angestellte jeweils oder gegebenenfalls haben Sie andere Verträge mit diesen Partnern. Sie sind immer, wenn Sie nicht studieren, auch bei diesen Partnern tätig und haben natürlich auch eine klare Berufsperspektive, dann bei diesen Partnern unterzukommen.